Eine weitere zentrale Aufgabe des Projektmanagements, die vor allem in den Realisierungsphasen zum Tragen kommt, stellt das Projektcontrolling dar. Aufgabe des Projektcontrollings ist zum einen die permanente Überwachung des Projektfortschritts und zum anderen eine entsprechende Projektsteuerung, falls im Laufe des Projekts Planabweichungen auftreten sollten, damit dennoch die Erreichung der Projektziele gewährleistet ist. Für eine wirkungsvolle Projektüberwachung wird in regelmäßigen Abständen der Ist-Stand des Projekts berichtet und mit den Soll-Vorgaben der Projektpläne abgeglichen. Dieser Abgleich orientiert sich natürlich wieder an den drei Zielkategorien des magischen Dreiecks. Das heißt, es wird nicht nur der Sachfortschritt überwacht und festgestellt, ob der zum betreffenden Berichtstermin vorgesehene Leistungsumfang samt Qualitätszielen erreicht wurde, sondern gleichzeitig auch, ob adäquat zum jeweiligen Sachstand des Projekts auch die dafür geplanten Kosten und Termine eingehalten wurden. Eng verbunden mit der Projektüberwachung ist die Projektsteuerung, denn bei festgestellten Planabweichungen müssen konsequente Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden. Das Spektrum der möglichen Steuerungsmaßnahmen, um korrigierend auf das Projekt einwirken zu können, umfasst dabei solche Maßnahmen, mit denen keine negativen Nebenwirkungen verbunden sind, sodann Maßnahmen, die solche Nebenwirkungen besitzen können, des Weiteren eine umfassende Neuplanung des Projekts und im Extremfall den Projektabbruch. Maßnahmen ohne Nebenwirkungen sind aufwands- und kostenneutral. Das heißt, mit ihnen kann eine Korrektur erzielt werden, ohne nennenswerte Zusatzkosten zu riskieren. Dies können zum Beispiel Teammaßnahmen wie ein gemeinsames Wochenende sein, die zur Steigerung der Motivation führen, oder Fremdvergabe von Aufgaben bei Kapazitätsengpässen, Austausch von einzelnen Mitarbeitern bei unzureichendem Know-how im existierenden Team oder auch die Suche nach technischen Alternativen. Maßnahmen mit Nebenwirkungen führen in der Regel zu Extrakosten. Da sie damit letzten Endes das Erreichen der Kostenziele gefährden, müssen sie sorgsam abgewogen werden und dürfen nur getroffen werden, wenn Termin-, Leistungs- und Qualitätsziele höhere Priorität besitzen und unbedingt eingehalten werden sollen. Beispiele sind hier die Erhöhung der Mitarbeiterzahl, Überstunden und das Zukaufen von Know-how. Allerdings können in den Fällen, wo wegen eines limitierten Budgets die Kostenziele eine höhere Priorität besitzen, auch Abstriche am Leistungsumfang des Produktes in Kauf zu nehmen sein. Eine umfassende Neuplanung kommt dann in Frage, wenn Planabweichungen nicht durch Maßnahmen korrigiert werden können, die alle Prioritäten im Hinblick auf die gesetzten Projektziele befriedigen. Allerdings muss sichergestellt sein, dass der Aufwand, den eine Neuplanung mit sich bringt, auch durch einen entsprechenden Nutzen gerechtfertigt ist. Der Projektabbruch als Ultima Ratio schließlich folgt der Erkenntnis, dass die Projektziele auch bei verstärkten Anstrengungen nicht zu erreichen sind. Zu bedenken ist, dass ein rechtzeitiger Abbruch des Projekts immer noch die bessere Alternative darstellt im Vergleich zu kostenintensiven Neuplanungen oder Korrekturmaßnahmen, die sich am Ende dann vielleicht trotzdem als nicht erfolgreich erweisen. Neben dieser kurzen Präsentation, die zur Einführung in das Thema Projektmanagement dient und einen schnellen Überblick über die Aufgaben bei der Planung und Steuerung von Projekten verschaffen soll, existiert noch eine sehr viel umfangreichere Präsentation zum Projektmanagement. Diese enthält eine Vielzahl an Informationen zu Methoden, Vorgehensweisen und Instrumenten, die im Projektmanagement zur Anwendung kommen, sowie viele praktische Tipps und Hilfestellungen für eine erfolgreiche Projektabwicklung. Für alle, die daran Interesse haben, bitte besuchen Sie diesbezüglich meine Website www.strategieundplanung.de, über die diese ausführliche Präsentation bestellt werden kann. Ich bedanke mich für das Interesse und die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Vielen Dank.